Hey, was machst du mit mir? Warum entführst du mich? Mach ich doch gar nicht. Es ist eine Rettungsaktion, damit du kein Geld mehr verschwendest. Autos haben eigentlich nichts mit Sparen gemeinsam. Autos sind mit Stress und Kosten verbunden. Reparaturen, Inspektionen. Ein Fahrrad ist da ganz anders. Kaum Ausgaben und viele Vorteile. Mach dir keine Sorgen, dass dir zum schlimmsten Zeitpunkt das Benzin ausgeht. Es ist sowieso kaum Verkehr. Kümmer dich um dein Auto. Hier arbeitet nur die Pedale. Die erste Regel, um Geld zu sparen, fällt nicht auf Werbung rein. Hallo du, sprichst du mit mir? Ja, schau hier rüber. Dies ist das coolste Smartphone aller Zeiten. Und du bekommst 20% Rabatt. Aber ich habe schon ein brandneues Smartphone. Ich habe es gerade gekauft. Ach, wirf den Müll weg. Ich habe was Besseres. Dieses Smartphone brauchst du. Glaubst du? Okay, ich kaufe es. So, erledigt. Oh Mann, bin ich blöd. 50% Rabatt? Warum bin ich wieder auf so einen Trick hereingefallen? Oh Mann, diese Pizza lächelt mich schon an. Ich will ein Stück. Aber wie kann ich ein Stück essen, ohne dass es jemand bemerkt? Verwendet einen hinterhältigen Trick. Schneidet zwei Streifen aus der Mitte. Eine horizontale und eine vertikale. Legt sie auf einen Extrateller. Und schneidet die restliche Pizza zurecht. Macht dann einen Kreis. Leckere geheime Stücke schmecken wie immer am besten. Oh, sie kommt! Ich habe die Pizza nicht angefasst. Siehst du? Alle Stücke sind noch da. Nein, die Pizza war so klein. Das bildest du dir nur ein. Tja, das ist die geheime Kunst der Pizzaverkleidung. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir einfach nicht widerstehen können, shoppen zu gehen. Kaufsucht ist eine wahre Krankheit. Gibt es eine Heilung? Na klar gibt es die. Um der Versuchung zu widerstehen, müsst ihr nur abwarten und darüber nachdenken, ob ihr es tatsächlich braucht. Und wenn ihr nach einer halben Stunde nicht mehr so viel kaufen wollt, bedeutet das, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ihr kauft nicht mehr den ganzen Laden leer. Jetzt kann dieser Suchti kein Geld mehr verschwenden. So spart ihr am zuverlässigsten bares Geld. Und nur noch ein paar Lagen vor ihr. Wartet, bis der Einkaufsdrang verflogen ist. Es ist vorbei. Die Gefahr ist weg. Eure Toilette riecht nicht mehr frisch. Wie können wir den Duft erfrischen? Verwendet Toilettenpapier. Gebt ein paar Tropfen ätherisches Öl auf eine Rolle Toilettenpapier. Zum Beispiel Lavendelöl. Das Toilettenpapier riecht so gut. Und es ist ein großartiger Ersatz für einen Lufterfrischer. Was für ein toller Trick, um Geld zu sparen. Alle Geschäfte haben dieses Problem. Die Produkte auf Augenhöhe sind teurer als die in den oberen und unteren Regalen. Aber wir machen keine Abstriche. Ein Zirkustrick? Und tada! Diese Aktion musste einfach sein. Sieg! Jetzt schauen wir mal rein. Eine Einkaufsliste ist ein Muss, um Geld zu sparen. Toilettenpapier. Ein Wischmopp. Hier, nimm die Liste. Ich brauche sie nicht. Ich kann mir alles merken. Aber sobald ich im Laden angekommen bin, habe ich alles vergessen. Ich kaufe einfach so viele Dinge, die ich nicht brauche. Und habe natürlich die Sachen auf der Liste vergessen. Außerdem habe ich so viel Zeit verschwendet. Ich muss doch die Liste nehmen. Wenn ich sie habe, spare ich Zeit und Geld. Ich möchte meine Ohren so sehr mit neuen Ohrringen verwöhnen. Aber ich möchte kein Geld ausgeben. Benutzt eure Vorstellungskraft. Schneidet zwei Kreise von einem Weinkorken ab und zeichnet Sechsecke darauf. Schneidet sie mit einem Cutter aus. Und stecht mit einer großen Nadel ein Loch in jedes Stück. Setzt dann eine Perlenkappe und eine Holzperle auf eine Stecknadel. Und steckt es in den Korken.
bringt nur noch ein Biegering und ein Ohrring an. Meine selbstgemachten Ohrringe sind genauso stilvoll wie die im Laden. Eigentlich sind sie sogar noch besser, weil sie einzigartig sind. Da habe ich aber Geld gespart. Ist eure Zahnpasta leer? Macht doch Folgendes. Schneidet den Mittelteil von den Stäbchen ab. Und poliert die Enden mit einer Nagelfeile. Haltet die Enden mit Gummibändern fest. Legt jetzt eine Tube Zahnpasta zwischen die Sticks. Jetzt kann ich den letzten Tropfen dieser Zahnpasta auspressen. Genial! Und ihr spart Geld. Umständlicher geht's nicht. Aber ein sparsamer Mensch gibt nicht so schnell auf. Immerhin besteht die Pappröhre auch aus Papier. Toll, meine Wimperntusche will mir nicht mehr helfen. Mal sehen, was ich da machen kann. Gießt heißes Wasser in ein Glas und legt die geschlossene Wimperntusche hinein. Meine Wimperntusche wurde nach diesem Bad jünger. Das heiße Wasser schmolzt die letzten Reste im Behälter. So kann ich mich noch ein paar Mal schminken. Und vergesst nicht, weniger ist oft mehr. Mögt ihr den Geruch im Auto nicht? Quält nicht eure Nase. Macht deinen eigenen Lufterfrischer. Schneidet runde und dreieckige Stücke aus weißem, gelbem Filz aus. Bringt sie zusammen, um eine Zitronenscheibe zu erhalten. Verwendet dafür Textilkleber. Und näht noch eine Schleife an. Weicht jetzt den Filz in Zitronenaroma ein und fügt ein paar Tropfen ätherisches Minzöl hinzu. Das ist schon viel besser. Der Zitrusduft erfrischt das Auto sofort. Außerdem habe ich etwas Geld für einen Lufterfrischer gespart. Fügt einfach mehr ätherisches Öl hinzu, wenn der Duft nachlässt. Ich würde gern mein Gesicht zum Leuchten bringen. Oh, meine Geldbörse ist leer. Aber ein alter Lidschatten wird helfen. Entfernt einen perlmuttfarbenen Lidschatten aus seiner alten Palette. Zerbröckelt es und gebt es in einen leeren Behälter. Fügt noch hochprozentigen Alkohol hinzu. Drückt dann den Lidschatten an und schafft sanfte Übergänge. Reinigt die Ränder und wischt den Behälter mit einem Wattestäbchen ab. Hallo, du kostengünstiger Lidschatten! Jetzt kann ich leuchten, ohne meine Geldbörse zu verletzen. Möchtet ihr euch ein teures Gerät kaufen? Geht in ein paar Läden und vergleicht die Preise. Wenn ihr mehr Zeit mit der Suche verbringt, werdet ihr ein gutes Angebot finden. Viel zu teuer. Nein. Ich werde nichts kaufen, bis ich den niedrigsten Preis gefunden habe. Oh, hier! Das war ein wahrer Erfolg. Möchtet ihr ein neues T-Shirt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gebt ihr euer ganzes Geld aus oder verbessert ein altes. Nehmt dein altes Shirt. Legt dann ein Stück Karton rein, damit die Farbe nicht nach hinten durchläuft. Und macht ein Design mit Heißkleber. Sprüht nach dem Trocknen verschiedene Textilfarben mit einer Sprühflasche darauf. Es soll schön glänzen. Fügt auch weiße Farbspritzer hinzu. Es soll wie Sternstaub aussehen. Entfernt dann den Kleber vorsichtig. Lasst das Shirt ein paar Stunden trocknen. Bügelt es noch, um das Bild zu fixieren. Dieses Shirt kann nur von Hand gewaschen werden. Seid ein Designer eures eigenen Shirts. Ihr spart Geld und es ist einzigartig.
Wie fandet ihr unsere nützlichen Tipps? Schreibt uns, wie ihr Geld spart. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!